Was geht ab, Fitnessfreunde? Oskar hier mit einem ganz kurzen Tipp. Und zwar, ich habe jetzt ziemlich Hunger, aber abends gehe ich zum Geburtstag von meiner Mutter. Und wie ich schon wahrscheinlich erwarten kann, und ich bin mir sicher, gibt es da Torte und Kuchen. Und leider kann ich darauf nicht verzichten, denn die ist selbst gebacken. Und die schmeckt unheimlich lecker immer, weil meine Cousine bringt die mit und die kann es richtig geil. Und darauf werde ich nicht verzichten. Trotzdem habe ich jetzt schon mittags Hunger. Mein Frühstück, was ihr alle kennt, habe ich schon gegessen. Und was habe ich mir überlegt, was könnte ich zu mir nehmen? Ich brauche Eiweiß, ja. Ich brauche eigentlich nur Eiweiß und was Kalorienarmes. Da ist mir was ganz spontan in den Sinn gekommen, was ihr alle essen könnt, wenn ihr mal richtig, richtig Hunger habt, aber nur wenig Kalorien wollt. Und zwar hier. Bäm, Spargel. Einfach nur stinknormaler deutscher Spargel. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, ihr könnt, wenn ihr richtig Hunger habt, macht euch einfach ein Kilo Spargel. Macht euch einfach ein Kilo Spargel. Wie viel Kalorien hat das? 200 Kalorien und 22 Gramm Eiweiß. Keine Kohlenhydrate und kein Fett. Na gut, mit den Kohlenhydraten habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen, paar Kohlenhydrate hat es natürlich auch. Ich gebe es mal in die App Fat Secret ein, die ihr alle von mir wahrscheinlich schon kennt. Ein Kilo Spargel, da seht ihr den Beweis, 200 Kalorien, 22 Gramm Eiweiß und um die 40 Gramm Kohlenhydrate, nur 1 Gramm Fett. Und ich esse es, das müsst ihr natürlich nicht, mit Sauce Hollandaise isst man das ja. Das müsst ihr nicht, ja, dann ist es noch kalorienärmer, aber das ist hier die leichte, die hat nur 100 Kalorien pro 100 Milliliter, könnt ihr auch weglassen. Und mit Kartoffeln haben auch jetzt sehr, sehr wenig Kalorien. Und dann werde ich den natürlich noch, wie es sich gehört, ja, mit hier, mit Kartenschinken essen. Oder ich probiere es mal mit Serrano oder mit Parmaschinken. Also ich gucke mal, was am besten schmeckt. Gibt auch nochmal zusätzlich Eiweiß. Aber wie gesagt, wenn ihr auf einer Hardcore-Diät seid, ja, und einfach nur was richtig Kalorienarmes essen wollt, dann esst Spargel. Ihr könnt den ganzen Tag Spargel essen und ihr werdet niemals zunehmen, denn der ist so kalorienarm, dass man damit wohl kaum in den Kalorienüberschuss kommt. Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Wir haben gerade Sonntag. Ich wollte gerade mein Frühstück zu mir nehmen, was ich normalerweise esse, also Milch mit Obst. Und siehe da, ich habe kein Obst. Ich habe schlecht geplant, sodass ich sonntags nicht mehr einkaufen kann und nicht mehr mein Frühstück essen kann. Aber ich habe natürlich eine Alternative und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich esse einfach Salat, einen ganzen Feldsalat mit ein paar Basilikumblättern, Schnittlauch und etwas Parmesan, 10 Gramm um genau zu sein. Und dazu werde ich einen Proteinshake trinken aus neutralem Whey-Protein, also geschmacksneutral, mit 8 Flavor Drops Vanillearoma und 5 Gramm Kakao. So habe ich einen Schokoproteinshake, ein paar Eiswürfel sind auch noch drin. Dann habe ich gleich nach dem Aufstehen 3 Omega-3s genommen und 5 BCAAs. Das ist mein dritter Tag erst mit denen. Ich merke noch nichts, aber mal gucken. Der Behälter ist ja noch groß. Die bin ich ja gerade am Ausprobieren. Und die Nährwerte, die dieses Essen hat, sind lediglich 400 Kalorien, 55 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Fett. Warum esse ich überhaupt so wenig Kalorien an meinem Frühstück? Weil heute ist Sonntag, es ist eigentlich mein Refeed Day, das heißt, ich könnte eigentlich viel essen, aber das mache ich nicht, denn ich habe gestern ein bisschen gecheatet. Gestern Abend hatte meine Mutter Geburtstag und da habe ich ein bisschen Kuchen gegessen und so ein paar Kleinigkeiten, die an jedem Geburtstag so sind, so Chicken Wings, Frikadellen, aber selbstgemachte natürlich, dann irgendwie noch Käse und Dips und sowas. Also gestern, ich bin zwar auf meine Kalorien gekommen, also insofern habe ich nicht gecheatet, aber bei den Macros habe ich gecheatet. Ich hatte etwas mehr Fett, dafür weniger Eiweiß und weniger Kohlenhydrate. Und deshalb möchte ich heute wieder sauber essen. Trotzdem ist es Sonntag und ich will was Geiles nachher essen zum Mittag. Und deshalb halte ich mir das Fett noch offen, nur 10 Gramm hier, und die Kalorien halte ich mir noch offen. Und deshalb gibt es nur den Salat zum Frühstück, da habe ich meine Mikros auch natürlich schon drin. Das ersetzt das Obst, klar.
Müsste ich eigentlich Obst essen, aber ich habe keins. Nur Weintrauben. Weintrauben werde ich nachher noch naschen. Es wird dann mein Obst sein. Ich esse immer eine Portion Gemüse, eine große, und eine Portion Obst mindestens am Tag für die Mikros. Die habe ich schon genommen, die gebe ich, sind hier gar nicht drin eingegeben, weil ich das täglich nehme. Dann den Shake fürs Eiweiß, ja, weil ich weiß, dass es mittlerweile ein bisschen schwer wird, auf mein Eiweiß zu kommen, beziehungsweise nicht mittlerweile, sondern seit ich auf 2000 Kalorien bin. Denn 150 Gramm Eiweiß sind immerhin 600 Kalorien schon mal von den 2000. Das heißt, den Rest habe ich dann noch für Kohlenhydrate und maximal 50 Gramm Fett, also 50 Gramm Fett. Fett hat 9 Kalorien, das sind dann 450 Kalorien von Fett. Das wären dann schon 1050, und den restlichen 950 sind dann für Kohlenhydrate offen. So rechne ich das immer. Und wie gesagt, mit dem Frühstück habe ich heute noch alle Optionen fürs Mittagessen. Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Wie ihr hier sehen könnt, es ist schon 22 Uhr. Und schauen wir mal auf meine App. Ich habe erst 1200 Kalorien. Das heißt, ich kann noch 800 Kalorien in mich reinziehen. Und ich habe so einen Hunger. Boah, nur 1200 bis 22 Uhr abends gegessen. Und was werde ich mir jetzt einfach machen? Ich werde nichts eingeben in meine App, denn ich weiß, das, was ich esse, sind ungefähr 800 Kalorien. Denn ich habe hier drei Brötchen mir in den Ofen getan. Drei Brötchen. Pro Brötchen ungefähr, weiß ich aus Erfahrung, 190 Kalorien. Und ich werde einfach reinhauen, wie es mir passt. Ja, ich werde natürlich als Unterlage hier Frischkäse benutzen, irgendein von denen, denn Butter würde dann natürlich den Rahmen sprengen. Dann werde ich mit Ketchup ein bisschen essen, natürlich Salat, getrocknete Tomaten, Schnittlauch, auch ein bisschen gesund, ja. Und dann werde ich denn ich brauche noch ein bisschen Eiweiß, das mache ich auch dann Pi mal Daumen, hier so Hähnchenbrust, ein bisschen Käse, fettarmen Käse, Serrano-Schinken, ich liebe dieses Zeug, nur 12 Gramm Fett auf 100. Und kann sogar sein, dass ich das komplette aufesse. Dann haben wir hier 30 Gramm Fett, wenn ich 30 Gramm Eiweiß und nur 12 Gramm Fett, wenn ich die komplette Packung aufesse. Richtig geiler Schinken. Da habe ich hier noch Grillschinken dazu. Und ich werde einfach mal reinhauen, mal gucken, wie es mir passt. Und 800 Kalorien habe ich noch. Und ich habe fast schon, kennt ihr das? Wenn ihr Kopfschmerzen bekommt, wenn ihr zu viel Hunger hattet über den Tag und keine Nahrung richtig regelmäßig zu euch genommen habt, kommen erst die Magenschmerzen, so ein bisschen so das Hungergefühl, dann geht das irgendwann weg und dann kommen die Kopfschmerzen und dann ist es schon zu spät. Und das ist bei mir so, ich war den Tag unterwegs und habe nichts Richtiges gefunden, Fast Food, was in meine Macros gepasst hat. Und deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, gehst du jetzt einfach nach Hause und wartest, bis du zu Hause bist, und dann machst du dir drei Brötchen mit den Zutaten, die du genau willst. Und ich weiß ja ungefähr, was ich noch brauche. Low Fat sollte es ja allgemein sein. Eiweiß brauche ich noch und Kohlenhydrate brauche ich noch. Kohlenhydrate kriege ich durch die Brötchen. Eiweiß kriege ich dann hier durch den Aufschnitt. Und meine Mikronährstoffe kriege ich durch das hier. Ja, ich habe ja noch heute den Fisch gegessen. Video habt ihr vielleicht gesehen. Fisch mit grünen Bohnen. Also auf meine Mikronährstoffe bin ich gekommen. Und jetzt werde ich gleich einfach mal reinhauen. Und ich weiß, dass es in meine Macros passen wird.